Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Hallo Freunde, ich begrüße euch zu Folge 4 von Uncharted The Lost Legacy. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und über jedes Abo freue ich mich und über jeden neuen Zuschauer. Nicht wundern, ich hatte eigentlich gerade angefangen, von der letzten Stelle weiterzuspielen. Also wir sind jetzt noch nicht allzu weit. Aber irgendwie hatte gerade mein Controller eine Macke und da hat sich irgendwie alles abgemeldet. Ich spiele jetzt einfach, um nicht nochmal von Anfang zu spielen zu müssen, weil mir geht es nicht ganz so gut. Spiele ich einfach mal da weiter, wo ich jetzt gerade bin. Also ist noch ziemlich am Anfang von dem Level. Ja, ich hatte gestern ein bisschen Herzstechen und Herzrasen. Mir war also übel und schlecht. Und ja. So, also kam jetzt der zeigt auf die Ruinen dort. Ich laufe jetzt einfach mal hier zu den Ruinen. Ich habe jetzt keinen Bock, erst das Auto wieder zu holen. Aber wie komme ich da hoch? Zu den Ruinen, das ist hier die Frage. Eine Höhle. Oh, die bringt uns auch nicht wirklich weiter. Oh, ein Schatz, das ist super. Ach, das ärgert mich gerade so, dass die Aufnahme gerade versaut war durch, also wo ich angefangen habe. Durch die, weil der Controller sich abgemeldet hat. Ja, da kommen wir nicht hoch. Ach, ich bin. Ja, das tat bestimmt weh, aber egal. Wie muss man doch da hochkommen? Auf diesen Felsen, man muss da irgendwo hochgehen. Jetzt bin ich hier wieder. Weil ich irre jetzt hier schon die ganze Zeit rum. Das Geschütz ist aufgebaut. Na endlich, warum hast du so lange gehen? Ich konnte die Anleitung nicht finden. Anleitung? Genau das habe ich gemeint. Diese Ausrüstung ist veraltet. Wir brauchen richtige Waffen, wenn wir eine anständige Armee sein wollen. Sei dankbar für das, was wir haben. Sagt Asaf nicht immer, dass die Armen nicht dankbar sein, sondern sich erheben und ihre Gegner vernichten sollen? Vorsichtig. Ich sage doch nur mal.
so ein Mist. Ach, ich weiß gar nicht mehr, welche Taste ich dafür eigentlich drücken muss. A4, ey. Ich hab die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. So ein Scheiß. Aber auch. Da wenigstens mal ein bisschen Action jetzt. Eigenen Waffen geschlagen. Sammeln wir hier mal noch ein bisschen ein. Voll. Ach, das ist ja cool. Die hat das Auto hergebracht. Das ist natürlich ideal. Nichts tun. Mädel, ich will noch nicht fahren. Ich will noch in die Ruinen hier gucken. Gebe immer so schnell weiter. Vielleicht gibt es da ja was zu holen. Schluck Kaffee nehmen. Also hier so einer ohne Koffein. Wegen dem Herzen. Weil ich ja dieses Herzstechen hatte. Also ich trinke sonst kaum Kaffee. Aber heute brauchte ich mal einen. Nee, nicht wieder runter. Scheint viele von ihnen zu geben. Ja, so ein Mist. Hier ist eine poröse Wand. Jetzt habe ich keine Granate mehr. Ich hoffe, hier sind welche drin.
Oh ja, das ist super. Da habe ich wie viel Schuss? Ja, dann nehme ich die hier. Ich bin so ein Mensch, ich gucke mir immer alles an hier. Um jeden Schatz zu finden. Das hat jemand sehr sorgfältig versteckt. Okay, nimm mal mit. Den Turm da hinten sind wir leider nicht gekommen vorhin. Ich hab's ja probiert. Neuer Tag, neue Dreizackstatue. Deutet auch auf die Stelle über dem Wasserfall. Ja, da oben. Schön und gut, aber wie komme ich da hin? Ich weiß nicht, ob man hier hinten, ob man da irgendwo hochkommt. Das weh halt nicht. Ich kann ja mal probieren, mit dem Jeep hier oben lang zu fahren. Ja. Ne, hier wird's nicht. Hier geht's ja nach unten, Klippen. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie man auf den Turm da oben kommt. Hast du wenigstens was gefunden? Hab noch ein Andenken. Gibt es eine Verbindung zum Stoßzahn? Glaube nicht. Mehr Geld ist immer gut. Aber wir sollten uns die größeren Gebäude im Tal ansehen. Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten, dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Asaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Da hoch müssen wir irgendwie. Da kommen wir nicht lang. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie quer durch den Wald kann. Nee, hoch nicht. Ach, Leute, ich will es einfach. Ich weiß nicht, kam ich jetzt von hier oder? Nee, hier unten bin ich gerade nicht lang. Ja, komm, komm. Jetzt sind wir dem Ganzen aber schon mal näher. Aber hier waren wir ja gerade. Da bin ich ehrlich, sowas macht mich bei solchen Spielen immer wahnsinnig. Wenn du so Stellen hast und weißt nicht, wie du da hochkommst. So, wie ich da auch komme, ich nur an den Fluss, wo ich da wieder runterkomme.
muss irgendwie da hinten auch über den Wasserfall kommen. Hinweis. Ja, die sind auch gut. Begeben sich auf die Turmspitze. Habe ich ja vorhin probiert, du kommst ja nirgends da hoch. Das ist jetzt wiederum bei dem Turm das Problem. Ich kam doch direkt irgendwie zu dem Turm. Ging aber ganz schön tief runter. Genau, über die Brücke. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Ich habe schon versucht, hier auf so ein Dings zu klettern, irgendwie, damit da mit dem Haken hochzukommen. Aber es geht nicht. Kann ich hier? Kann es halt hier auch nirgends hochklettern. Das ist. Ah, doch, hier. Komisch, das ging vorhin nicht. Na gut. Zum Glück geht's jetzt. So, Haken. Da hochspringen. Gut. Hier hoch. Ganz ruhig. Alles gut da oben? Soweit, so gut. So. Gut, jetzt dahin. Ne, der hat wahrscheinlich vor meinem Pad rumgesponnen. Es war bevor es ausging. Also die Aufnahme hoch. Da habe ich das nämlich probiert. Konnte man, ging da nichts zum Klettern. Ui. Ui, ja. Pass auf da oben. Aha. Stimmt, da sollte man nicht abstürzen. Hast geschafft. Oh. Endlich, ich habe vornehmlich schon eine Krise gekriegt. Das ging schneller, als ich dachte. Shivas Axt. Was haben wir hier? Direkt auf die Hoysala-Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Mit einer Axt. Okay. Dann das hier. Und Hintertür Nummer 2. Was das wohl ist? Eine Erinnerung für später. Nach dem Video muss ich mir erstmal was zu essen holen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Mal sehen, was hinter der Dreizacktür ist. Noch eine alte Festung. Kurz hinter den Wasserfällen. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte.
Okay, das ist kaputt. Und zu guter Letzt die Bogentür. Und noch eine Festung. Einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Vor dem Hochklettern den Knopf suchen sollen. Stimmt. Gucken wir uns mal die Karte an. Turm ist erledigt. Gut. Oh, war es die Anstrengung wert? Mehr als das. Hab die drei Symbole gefunden. Echt jetzt? Yep, jedes zeigt auf eine andere Festung. Dort sollten wir nachsehen. Perfekt. Es wird Zeit. Drück auf die Karte, so. Jetzt am nächsten. Würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, die ist mit dem rot markierten. Dieses X ist erledigt. Die Richtung. Mal gucken, ob ich jetzt nee, das bedeutet, das sind diese komischen Figuren, die wir auf die Festung gezeigt haben. So. Ja, da muss man erstmal dahinter kommen. Aber was das mit den Glocken zu tun hat, weil man die irgendwie... Mist ist, dass man das nicht aktivieren, also nicht markieren kann. Auf der Karte, dass man dann mit so einer kleinen Hilfslinie weiß, wo man hin muss. Oh, oh, oh. Ja, bisschen Auto-Action. Richtig. Ja. Hier scheint irgendein Geheimnis noch zu geben. Da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Kommst du mit? Bewegung tut gut. Wohl wahr.
Die Waffe braucht man nicht. Das, was wir jetzt haben, ist schon gut so. Was ist das hier? Keine Ahnung. Fraser, hier, schau. Was? Was ist denn? Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. In dem Gebäude da ist anscheinend was. Ja, Affen. Außer Affen. Okay. So viel wissen wir jetzt schon mal. Das sind Affen. Süß, wie die da unten liegen. Auf der Mauer und überall. Okay. So, genau in jede Ecke gucken. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir. Okay. Noch ein Andenken für meine Sammlung. Gut, was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Diese Figuren, das müssen die alten Heusala-Könige sein. Insgesamt 11. Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Sie haben die Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Da kommt man nicht durch. Ich dachte eigentlich, wenn ich das reinstecke. Ist das den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht. Aber. Dachte eigentlich. Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weitermachen. Kann ich nicht irgendwie darüber? Drüben gibt es nämlich noch Schätze. Aber ich muss ja eh noch mal hierher. Ich muss ja die anderen Dinger finden. Und da einsetzen. Na, ich gucke mal, ich probiere einfach mal, ob ich hier irgendwo... Nee. Kann man nicht. Dachte vielleicht irgendwo hochklettern, um da weiterzukommen. Oh, wie langweilig. Sollen wir uns die Sätze vollkacken? Aber ich könnte hier mal reingucken. Also hochgucken, ob hier noch was liegt. Achso, das war noch ein Vogel. Okay. Ich sehe bei solchen Spielen immer irgendwas glänzen oder so und denke immer gleich, das ist was zu holen. So, guck mal da noch rein. Sag ich doch, hier liegt noch was. Haben wir auch gefunden. Jupp. Das
Fahren wir jetzt zum nächsten. Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los.